können wir unseren Urlaub nachholen. Ja, voll. Ich freue mich schon so. Man, es hat ja nur 2 Jahre gedauert, gell? Aber obwohl so viel Zeit vergangen ist, habe ich mich bis jetzt noch nicht informiert. Und ich habe den Reiseführer daheim vergessen. Keine Sorge, ich habe mir ein paar Reisevideos von YouTube runtergeladen. Die können wir dann gerne im Flieger gemeinsam anschauen. YouTube-Videos? Ist das legal? Darf man die runterladen? Ja, da sie nur für den Privatgebrauch sind und ich nicht vorhabe, sie zu verkaufen, ist das vollkommen in Ordnung. Und du hast keine Angst vor Viren? Diese YouTube-Konverter sind ja total bekannt für Spam und Viren. Das stimmt, deshalb habe ich mir einfach einen eigenen programmiert. Was? Du hast dir selber einen programmiert? Wie das? Woher kannst du das? Das habe ich schon im Bachelorstudium gelernt, am Institut für Software, Design und Security. Und wie programmiere ich das jetzt? Ist das nicht total kompliziert? Nein, es sind wirklich nur ein paar Zeilen Code. Also zuerst brauchen wir mal die Programmiersprache Python. Die kann man einfach im Internet gratis runterladen. Mhm. Python verwenden wir, weil es einfach sehr einfach ist, damit zu programmieren. Okay. Dann brauchen wir noch einen Editor. In unserem Fall haben wir Visual Studio Code. Ist auch universell einsetzbar für verschiedene Programmiersprachen und kann viel mit Syntax-Highlighting etc. Und dann brauchen wir noch die Command Line. Mhm. Die öffnen wir einfach hier mit CMD. Okay. Und dann können wir schon losstarten. Dann wechseln wir erstmal in den Ordner, wo wir das dann gerne hätten. In meinem Fall ist das der Ordner YouTube Downloader. Und dann starten wir schon mal los. Ich habe noch eine kurze Frage. Wie wechsle ich in den Ordner? Ja. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf meinem Laufwerk bin, wechsle ich einfach mit CD und dann mit dem Ordnernamen und ich bin schon sozusagen im Ordner drin. Okay, danke. Wenn wir schon mal im Ordner sind, brauchen wir, um mit YouTube zu arbeiten, auch noch das sogenannte SpyTube. Das installieren wir mal schnell mit pip install PyTube. Und dann starten wir auch schon in unserem Editor. Da auch mit from PyTube. Import YouTube. Und dann brauchen wir selbstverständlich eine URL, dass wir auch wissen, wo wir downloaden, also welches Video wir gerne haben möchten. Und diesem Video geben wir dann einen variablen Namen. Das nennen wir mal YouTube, underline Video. Und da wird dann einfach immer unsere URL drin gespeichert. Dann geht es auch schon los mit dem Download. Und zwar wollen wir ja eine gute Qualität haben. Und nicht nur eine gute, sondern am besten die beste Qualität, die verfügbar ist. Und das lösen wir, indem wir einen sogenannten Stream machen. .get highest. Resolution. Und dann können wir auch schon downloaden. YouTubeVideo.download. Und theoretisch können wir jetzt schon starten. Natürlich wollen wir auch wissen, wann der Download zu Ende ist. Mhm. Deshalb machen wir noch schnell ein sogenanntes Print. Das zeigt uns dann einfach auf der Konsole drüben an, ist, wenn es fertig ist. In dem Fall schreiben wir einfach downloaded successfully. So, dann kopieren wir noch schnell den Link des Videos, das wir downloaden wollen. Und das war's auch schon. 6 Zeilen Code und es ist erledigt. Und das war's. Aufrufen tun wir das Ganze dann mit Python, also der Programmiersprache, und dem File, unter dem wir es gespeichert haben. Und es sieht gut aus, downloaded successfully. Mhm. Und wenn wir hier jetzt nachschauen, mit dir in unserem Ordner, steht hier schon Hack the Box. Super, also so einfach ist das. So einfach geht's. Siehst du, und so einfach geht's und man kann sich YouTube-Videos jederzeit offline anschauen. Das ist ja super, dann kann ich mir auch noch ein paar Videos für den Flug runterladen.